Hallöchen. Hallo. Ja, wir filmen heute zu zweit. Ja. Ne? Ich habe die Katja entführt, sie ist in der Eifel. Ich bin ein Star, holt mich hier raus, oder wie war das? Nein, ja. Ist doch schön hier. Ja, wir haben uns heute überlegt, boah, ich sehe aus, egal. Wir haben uns heute überlegt, wir machen heute zwei Videos zusammen. Ja. Wir challengen uns heute. Genau. Aber jeder quasi so auf seinem Kanal, also in seiner Art so. Ja, Art also, des Kanals. Genau. Und wir laden die auch jedes auf seinen Kanal. Genau. Hoch. Das hier ist auf deinem Kanal und Deutsch halt. Egal. Genau. Genau. Und Profis, wir sind Profis. Und, voll Profis. Und wir dachten uns so, wir lassen euch daran teilnehmen. Also wir hoffen, dass es irgendwie geht. Ihr müsst halt gucken, wo ihr dann. Mir kommt. Genau. Ja, bei mir machen wir ein Layout. Mhm. Innerhalb von einer Stunde müssen wir fertig sein. Und ja, der Clou ist? Der Clou dabei ist, wir tauschen immer die Projekte alle 10 Minuten. Ja. Also beim Layout. Genau. Und bei dir machen wir dann noch was anderes. Genau. Da tauschen wir ein bisschen schneller und haben nur eine halbe Stunde Zeit. Ja. Also wenn ihr das andere Video auch sehen müsst, dann guckt ihr das eine an und dann guckt ihr das andere auf dem anderen Kanal an. Genau. Oder umgekehrt. Unten verlinkt, genau. Genau, auf jeden Fall. Da unten, unten drunter. Ich gucke natürlich wieder in die falsche Kamera. Eigentlich müssen wir da hingucken. Da, 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 da. Ich gucke guck immer falsch. Aber egal. Egal. Ja, jetzt drehen wir die Kamera um und legen mal los. Eine Stunde ein Layout. Ich bin mal gespannt, was dabei und rauskommt. Alle 10 Minuten tauschen. Das wird lustig. Okay. So. Jetzt seht ihr mal, ja, also ihr seht, das sind unsere Layouts, die wir als Vorlage nehmen. Genau. Und zwar haben wir uns für das Set Woodstock entschieden, das ist das aktuelle jetzt im Mai. Und haben gesagt, wir müssen ja jeder, also es sind ja immer zwei Schablonen in einem Set drin, deswegen müssen wir jeder auch eine unterschiedliche nehmen, genau. Weil, ja, gibt ja von jeder dann nur eine, ne? Ja. Und zum Glück sind auf den Doppelseiten hier immer jeweils ein Layout mit der einen und ein Layout mit der anderen Schablone. Dann passt das. Deswegen haben wir jetzt das genommen, weil hier viele Fotos drauf sind. Wir haben 5 Stück zur Auswahl. Und genau, wir haben uns auch schon für eine Seite Designpapier entschieden. Genau. Und so ein bisschen Kleinkram drumherum gelegt, weil es muss ja schnell gehen. Und wir haben uns Fotos ausgedruckt. Mhm. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, alles bereitgelegt. Genau. Soweit wir wussten, dass wir das ranholen müssen, haben wir hingelegt. Ja. Mal gucken, ob wir alles haben. Das werden wir gleich merken. Hier ist der Timer. Genau. Und dann legen wir los. Legen wir los. Und 3, 2, 1. Los. Oh Gott. Boah, ich bin ganz nervös, ey. Ich habe schon so lange kein Layout mehr gemacht. Oh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Wirklich lange nicht. Hey, du bist Layout-Queen. Ja, 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 ja. Das ist ja gut, du machst ja meins ja dann weiter. Ja, genau. Das hast du mir nicht überlegt, ne? Nee. Deins verkacke ich dann, meinst du gut? Boah, die haben das so doof angelegt. Ja gut, das muss man ja nicht genauso machen, oder? Nee. Hä, wie haben die das gemacht? Hä, das verstehe ich gerade. Ich glaube, es sind die falschen Schablonen, nee, oder? Nee, 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 das ist richtig. Nee? Das weiß ich. Ja? Aber die haben die gerade drunter gelegt, hier zum Beispiel, und nur so die Wellen genommen. Ach so? Und so sonst gar nichts. Ja. Ah, wie gemein. Okay, vor allem für dich dann gemein. Ja, ist egal. Kriegen wir schon hin. Oder auch nicht. Werden wir gleich sehen. Ich bin gerade voll überfordert. Und am Zittern. Deins sieht einfacher aus. Mal gucken. Muss das genauso sein? Kannst du ein bisschen abweichen? Ja, du kannst das ruhig ein bisschen anders machen. Ist ja egal. Ist ja Improvisation. Ist ja eh alles improvisiert. Ja. Bin ja gespannt. Ich lege hier alles drunter. Du musst dann zuschneiden. Denkst du, was hat die denn da gemacht? Also bei mir auch. Das wird wahrscheinlich schief und buckelig sein, weil ich so am Zittern bin. Ist egal. Ist egal. Oh, ich hoffe, das geht von dem Papier ab, weil wir haben die Fotos ja. Wir haben es gar nicht getestet. Ganz egal. Ja, wir haben die nur ausgedruckt auf Annas Drucker, weil. Wir hatten keine Zeit mehr zum DM zu fahren. Die Fotos sind tagesaktuell von heute. Ja. Wie gesagt, ihr könnt nicht immer alles hier auf dem Bild haben. Wir geben uns Mühe. Ja, wir versuchen das hier so ein bisschen an uns aneinander zu kuscheln hier. Aber ihr seht ja am Ende das Endresultat. Also. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wenn das Video völliger Fail ist, ne? Laden wir das gar nicht hoch, ne? Doch, wir laden das schon hoch. Doch, wir laden es hoch. Wo haben die denn dann? Ach ja. Ich bin gerade voll lost. Ja. In Time and Space. Das ist voll gemein, weil die haben die
Fotokanten gerade gelassen und haben dann nur diese. Aber ich zeige mir schon mal an, dann ist das für dich vielleicht ein. Ah, nein, ich muss noch weiter runter. Du bist ein wahrer Teamleader, du denkst nicht nur an dich. Genau, ich bin nett, ne? Bei mir musst du wahrscheinlich viel rein interpretieren, weil ich selber nicht weiß, was ich tue. Sie wusste nicht, was sie tat. Sie wusste nicht, was sie tat. Was hat sie getan? Ja, ich habe ja Layouts echt nur so zur Anfangszeit gemacht, als wir bei dir eingestiegen sind. Und dann habe ich ja schnell so gemerkt, okay, ist nicht ganz so meins. Nee. Und ich habe gemerkt, yay, boom, das ist voll meins. Ja, so kann es gehen, ne? Ich glaube, ich will ja noch das andere Foto. Ah, und hier muss ich... Ich zeichne die Linien schon ein. Dann weißt du wenigstens, wo du ausschneiden musst. Und wenn du sonst schon nichts weißt, dann aber egal. So. Jetzt Entscheidungssache. Das finde ich so geil. Das ist so cool. Aber es sieht hier auf dem Foto aus wie Wasser. Das ist gar kein Wasser. Das ist Schiefer. Wir waren nämlich in der Trümpfer-Schweiz, mega cool. Wo ich wohne hier. Ne? War mega. Das sieht alles so cool aus. Ich habe dich mal aufs Land entführt. Ja, du hast mich entführt zwischen ins Grüne. Ins Grüne, das hat echt gut getan, weil... Ja, ihr wisst ja, ich wohne ja in der Großstadt. Da ist immer laut. Und das hat echt gut getan. Da mal so frische Luft, Vogelgezwitscher statt Autobahnlärm. Und das war echt schön. Ein bisschen Wassergeplätscher am Bach. Genau, also das war echt schön. Wir hatten auch rundum ein Paket heute mit Pferden und Wasser und Steinen und allem. Die Pferde haben mit Wasser gespielt. Ja, das war mega spannend, auch für die Kiddies. Voll süß. Das Foto ist viel kleiner. Ja, ich glaube auch. Klein. Die sind ja 10x15. Ich habe sie ja extra so... Nee, da auf dem... Achso, da. Da ist es kleiner. Ja. Das muss gleich... Ich zeichne dir auch mal ein, wie ich es mir denke. Wie du so denkst, dass es sein könnte. Wie es sein könnte. Oh Gott, ey. Ganz eventuell. Das verrutscht, das verrutscht, das verrutscht. Nee, da unten nicht. Ja, ich mach mal so. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, du wirst gleich gar nicht wissen. Ich tüftel mir das dann irgendwie zusammen. Das ist irgendwie zusammen. Mal so ein Lineal. Lineal, ja. Danke, dass du mir noch hilfst. Eigentlich ist es hier. Moment, die Kamera ist davor. Beziehungsweise die Halterung. Danke, 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 danke. So. Wir helfen uns ja wenigstens noch gegenseitig. Wir sind ja schließlich beste Freunde. Also immerhin. Lassen uns ja nicht ganz hängen. Nein. Challenge hin oder her, ne? Genau. So. Haben uns trotzdem lieb. Genau. Ich glaube, ich mache das dann. Weiß ich noch nicht. Vielleicht setze ich es auch noch oben drauf dann irgendwann. Ich finde das ja cool, ne? Und das? Hat es mir schon mal ankleben? Oh. I don't know. What I'm doing. What I'm doing here. Why I am here. Warum habe ich dem zugestimmt? Und zwar ja auch... Meine Idee. Das war hauptsächlich deine Idee, ne? Was soll ich mir dabei gedacht? Du hast nur nicht gedacht, dass ich mir auch noch was einfallen lasse, was du dann mit mir machen musst. Nee, das stimmt. Du hast ja gedacht, wir machen nur was für dich. Ja. Aha, aber nicht mit mir. Ich hätte gedacht, wir bleiben auf meinem Kanal. Genau. Challenge accepted. Challenge aber für alle. Ich habe hier oben nochmal, da oben habe ich Quatsch gemacht. So. Boah, nur noch 4 Minuten, ne? Alarm, Alarm, Alarm. Das Witzige ist, die kleine Anna liegt hier unten und guckt sich auf der Switch irgendwelche Videos an. Machen wir da Werbung für Nintendo? Nee, ne? Ja. Muss man dann halt einblenden, ne? Ja. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung für Nintendo. Und ist ganz lieb und denkt sich so, was machen was die alten die da? Frauen da? Was haben die eigentlich einen an der Waffe? Soll ich meinen Kindern später mal erzählen, wie ihre Oma war, ne? Und ihre beste Freundin. Ja. Die haben mich da immer mitgeschleppt und dann musste ich da im Zimmer liegen, während diese komischen Videos im Internet gedreht haben. Auf dem Fußboden. Also sie liegt auf einer Matratze, sie liegt nicht auf dem Fußboden. Immerhin, ne? Aber wir waren nett. Wir waren nett. Ja, sie liegt bequem. Boah, das hat ja das falsche Maß, das Bild. Ich will es da oben haben. Ha. Ich glaube, du musst das am Rand anlegen. Hatte ich da? Also das muss hier, ich helfe dir mal kurz, das muss so. Ja, so. Weil du musst da die Linie zeigen, diese Linie. Musst du gerade anlegen da. Ja, wie gesagt, es ist schon eine Weile her mit meinen Layouts. Ist immer nett, ich schneide dir schon mal ein bisschen was aus, ne? Ja.
Aber ist ja auch für dich eine Challenge, weil du brauchst sonst immer sehr lang für deine sehr aufwendigen und schönen Layouts. Das ist für mich ist der Zeitfaktor echt hardcore. Und dann eine Aufgabe abgeben zu müssen, ne? Da habe ich ja so meine Struggles mit, ne? Also, so, ich denke, ich hoffe. Ich bin ja immer gern die Chefin. Und regel das alles, aber ich regel immer gern alleine und gebe nicht gern ab. Also da ist für mich heute die Challenge. Das ist dann die richtige Challenge für dich. Ja, das dann mit dir zu teilen jetzt und dir zu vertrauen, dass du das irgendwie gut hinkriegst. Und wenn ich es verkacke, werde ich bestimmt rausgeworfen. Genau, fliegst du aus meinem Team. Wie war das noch nicht ganz auf der Linie, ne? Ja, ich sehe gar nichts, verdammt. Egal. Freestyle. Freestyle. Ich glaube, hier unten hört die Schablone sowieso auf. Also machen wir einfach Freestyle hier. Zack. Wir müssen ja eh mitzählen, wie oft wir die 10 Minuten laufen haben, weil wir ja eh nur eine Stunde insgesamt haben. Ah ja, stimmt. Müssen wir gleich eine Strichliste zwei anfangen. Zwei Minuten. Komm, 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 komm. Morgen habe ich auch Rückenschmerzen. Das ist mal was anderes als Schulterschmerzen. Ja, muss ja auch mal variieren. Die Schmerzen. Ein bisschen flexibel sein. Oh, Abwechslung. Also ich schneide hier schon mal Fotos, ja, damit ich ihr auch schon mal seht. Keine Ahnung, ob ich in der Kamera bin. Dafür haben wir keine Zeit. Wir können nicht gucken, ob wir in der Kamera sind. Ja, genau. Also wenn ihr nichts seht, wir können nichts dafür. Wir schneiden fast. Wir müssen uns konzentrieren. Ich glaube, ich habe ein bisschen, nicht ganz, aber egal. Es gibt ja auch Radiergummis. So. Gott, da ist die Linie. Ja, manchmal, wenn die so blöd unterbrochen sind, dann ist das echt schwierig, dem Ganzen zu folgen. Aber ja, dann. So, da habe ich die Linie komplett verfehlt. Egal, vielleicht schneide ich nochmal kurz nach. Gott, wo ist die hin, die Linie? Gerade Bleistift, ne? Ja, wir konnten ja jetzt keinen anderen nehmen, ne? Aber nee. Jetzt hier mit Bleistift malen, weil das ja nur Papier ist. Das ist ja kein Foto, keine Fotos. Hier den also weißen sind Fotos, Rand. Aber. Katja, das nimmt mir Zeit weg. Ja. So du hast nicht sauber vorgearbeitet. Ja, ich bin ganz das lieb. Ist Sabotage. Das war Absicht. Ich habe jetzt Rückenschmerzen. Setz dich doch hin, du hast einen Stuhl. Ich kann nicht. Ich kann nicht im Sitzen basteln. Ey, das ist so schlimm. Ja gut, der Tisch deswegen ist nicht so ich auch, ne? Das, beim Videodrehen habe ich ja einen Steharbeitstisch. Damit ich da... Ja, ich wollte gerade sagen, deiner ist halt... komplett gefehlt hier. Ne? Höher als meiner. Ich bin halt so ein Sitzenbastler. Ich habe alles in Reichweite, weil ich faul bin. ich habe so Unterkategorien. Ne? Die erste Kategorie muss ich so erreichen, die zweite Kategorie mit Stuhl rollen. Und dann die Sachen, die ich am wenigsten brauche, muss ich dafür aufstehen. Ne? Ja, krass. Oh Gott, noch 13 Sekunden! Was? Ja. Schön leiser. Oh Gott, hier habe ich zwei Linien. Oh nein, ich weiß nicht. Oh Gott, es piept, es piept. Okay. 2 Sekunden. Oh. Und aus. Okay, ich hau dir das mal drunter. Hier, kümmere dich. Ja, du auch. Weil ich weiß jetzt nicht, welche Linie da weitergeht. Jetzt. Das läuft schon. Oh nein. Was hast du getan? Ich weiß nicht. Okay, ich versuche mal wieder hier ins Bild zu kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass das hier oben irgendwo hin musste. Ach, so mussten die Klebestreifen draufkleben bleiben. Ups. Meine ja, das kannst hier. Kannst du die Fotos ja wieder fixieren, die du ausgeschnitten hast, damit du. Meine kleben hier weißt, am Rand. Kannst du die wieder nehmen? Alles okay. Ah, okay. Du hast den äußeren Streifen, den äußeren Linien genommen zum Markieren des Fotos. Also machen wir hier nochmal. Haben die das da? Die haben das da gar nicht so geschnitten. Du musst ja hier jetzt gucken. Ja. Das ist doch so. Ich hab's. Nee, da nicht. Anders geschnitten, ja. Ein ja, bisschen anders geschnitten. Was ausgeschnitten. Es macht ja nichts. Kann man ja dann noch irgendwas reinmachen. Das muss ich improvisieren hier. Und da muss ich ihn abschneiden. So. Du schläfst ein bisschen. So dann schlaf mal. Ist sonst nicht mehr zu ertragen hier. Ich kann's verstehen. War das hier jetzt schon fertig ausgeschnitten? Ja, ja. Nur wo kommt's hin? Ah, da. Suchen Sie sich den Weg, Sie werden ihn finden. This is the way. Gott. Ist egal, wenn du es falsch machst, ist ja nicht schlimm. Ist ja eine Challenge. Ich muss das dann halt rausfinden, wenn du irgendeinen Fehler gemacht hast. Beim Dekorieren wird es vor allen Dingen lustig. Ich trottel, jetzt schneide ich das doch falsch. Egal. Beim Dekorieren wird es vor allen Dingen lustig. Ja. Das wird, Ja, weil der eine ja gar nicht weiß, was der andere ja, sich dabei vorgestellt hat. Ne? So. Ja, das ist auch geschnitten, ne? So, okay. Genau.
Ja, jetzt. Ist schon kleben. Also, ist schon ganz gut. Nee, noch nicht. Es muss ja erst Designpapier. Designpapier. Dann brauche ich dein Designpapier. Oder ja, mein Designpapier, genau. Dann brauche ich ja nicht meins, weil. Oder. Nee. Das haben wir vorher nicht geklärt. Ja. Nee, dann brauche ich ja das, was du dir ausgesucht hast. Wegen den Farben, ja. Genau. Weil ich habe ja grün und du hast Brauntöne. Genau. Aber jetzt weiß ich halt nicht, was du dir vorgestellt hast. Wir haben weiß vorher ich auch nicht. Wirklich, wir haben das ist ja egal, wir haben uns ja nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Ich muss jetzt damit leben, mit deiner Entscheidung. Ja. Da hast du nicht sauber geschnitten, junge Dame. Nee, ich hab hier auch nicht. Ich sehe gerade, ich sehe die Linien nicht von den... Ja, ach, da ist ein Rand. Okay, und dann haben die da Designpapier hingetan. Ja, das kann man ja ausgleichen hier. Das ist ja nicht schlimm. So, jetzt klebe ich dann erstmal das fest. Ich nehme an, das war hier. Das sieht ganz gut aus. Das hast du schon... Ich schau da jetzt einfach. Ich bin froh, dass du auch nicht ordentlich geschnitten hast. Ja. Ich jetzt echt erleichtert. Das ist einfach der Zeitdruck. Gott sei Dank, ey. Totaler Fail, aber ist egal. Challenges sind doch nicht dafür da, perfekt zu sein. Ja, die sonst sind auch nicht da, keine... dass man die schafft, ne? Nee. Also von daher. Sonst wären es keine Challenges. So, jetzt haben wir hier noch. Warte, von deinen Fotos müssen wir wieder gucken. Ja. Nehmen wir doch mal uns, oder? Genau. Ich bin ja auch total am Zittern, ey. Ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Ja. Griechen und sitze da rein. Oder warte mal, ich nehme einfach das Oval hier. Keine Ahnung, es passt halt nicht. Es passt gar nicht. Also egal wie. Aber es sieht süß aus, wenn wir hier so rausgucken. Ja, irgendwie, ne? Also auch wenn hier drüben ein Stück fehlt, müssen wir halt irgendwas anderes ankleben. Keine Ahnung. Zwei Hübschen, guck mal. Total verschwitzt, weil es hat sich heute, ey, ohne Wissen, ne, es ist Mitte Mai, obwohl eher Anfang Mai noch. Naja, so fast so fast, halb so. Fast Halbzeit. Es ist fast Halbzeit. Fast Halbzeit, ne? Und es hat sich schon angefühlt wie Hochsommer. Es war derm hot, ey. Es war echt dermaßen echt nicht schön. Wow, und da war halt auch, ist auch nicht viel Schatten gewesen auf der Strecke, wo wir waren. Ja, also zwischendurch ja, aber, ja, aber wenn kein Schatten war, war es umso hotter. Ja. Und dann hatten unsere Kiddies ja beschlossen, oh cool, in diesem Kornfeld da, dann da spielen wir mal schön Labyrinth, schmeißen uns da überall rein und wollen einfach auch gar nicht wieder mitkommen. Und wir standen da auf diesem Feldweg, es war so heiß. Ja, dachten nur so, oh Gott, Kinder, jetzt kommt mit. Ja. Und dann waren natürlich beide so, oh, wir können nicht mehr. Als wir dann aber näher dieser Wasserstelle kamen, wo die Steine reinschmeißen konnten, dann waren die auf einmal wieder ganz wach. Und konnten wieder alles. Konnten dann, ne? Ganz plötzlich wieder Steine. Ja, also es war echt. Ich glaube, ich packe hier einfach noch so ein Stück von diesem schwarzen Papier dran, oder? Oh, ich habe mich festgeklebt. Nein, das kostet mich Zeit. Ich bin verrutscht. Oh Gott, das geht aber auch so schnell rum. Ey, Alter Schwede, deswegen sind meine Videos auch immer so lang. Ja. Ich kann nicht checken, wie die Zeit vergeht. Klebeband. Ah, da ist mein Klebeband. Ich habe doch extra hier einen Streifen hingelegt. Wo ist der hin? Hast du schon aufgebraucht? Ja, wahrscheinlich, ey. Ah. Man arbeitet nicht sparsam, wenn man unter Zeitdruck ist. Verschnitt, egal. Ja. Sonst immer so jeden Millimeter bloß nicht, ne? Ich gebe jetzt einfach so ein Stück von dem Foto noch runter. Komm. Das muss hier noch. Muss noch ein dunkler, irgendwas Dunkles. Scheißegal, was. Steht auf Kopf. Ich mach mir hier einfach noch so. Oh nee, das war jetzt falsch markiert. Oh, Scheiße. Also das Video können wir definitiv nicht hier, wie heißt das, monetarisieren lassen. Zu viele Flüche. Zu viele SCH-Wörter drin. Aber ich glaube, die sind noch harmlos. Ja, aber man darf das wohl nicht mehrmals sagen. Ah, okay. Also echt? Einmal ist wohl okay, aber egal, dann kommt halt keine Monetarisierung drauf. Verdient sie. Seht ihr das werbefrei heute? Wuhu! Ja. Nein, nicht ganz. YouTube schaltet ja auch automatisch ein paar, ne? Ja. Ich glaube, wenn du es ankreuzt, dass du keine Werbung schaltest, dann schaltet es keine. Ah, okay. Also auch von sich aus nicht. So, guck mal, fällt er fast gar nicht auf, dass ich da... Kannst du da noch eine Blume draufkleben oder so? Genau. Oder ich, je oder nachdem, du, wer dann dran ist. Wer dann dran ist, ja. So, kommt da noch eins? Nee, da kommt nicht noch ein Foto. Okay. Jetzt fehlt dir das natürlich so ein bisschen. Dann muss ich gleich gucken. Doch eins. Ich hätte es komplett anders gestellt. Ich hab noch nicht, ich sehe es gerade. Ist also egal. Ist egal. Du hast ist gesagt, egal. Das muss nicht so sein. Ich habe das ehrlicherweise nicht gecheckt. So unter Druck. Ich habe das nicht gecheckt, wie die das angelegt haben. Dann dachte ich so, okay, ich mach ist egal. Also. Wir könnten ja das hier noch hier hinkleben. Ich finde das eigentlich ziemlich cool.
werden die schiefsten und buckeligsten. Egal, wie hier jemand gemacht hat. Also ihr seht, es geht auch anders. Ja. Und das müssen wir auch mal als Workshop machen, dass man das immer so reihum gibt. Oh ja. Das wäre witzig. Oh ja. Warnung, Warnung. Warnung, der Workshop kommt. Ja. In welcher Stadt? Ich wollte gerade sagen, als nächstes sind wir danach in Kassel, oder? Also wir sind Kassel jetzt Ende Mai sind wir jetzt in Hamburg. Ja. Und dann kommt Kassel. Also alle Leute aus Kassel, meldet euch, ne? Wir kommen bald. Und wenn ihr Challenge-Bock habt, machen wir auch Challenge mit euch. Wir sind total flexibel. So, oh Gott, 2 Minuten. Boah, das sieht voll gut aus. Das sieht man hier gar nicht mehr. Ich hoffe. Doch, das sieht ganz gut aus. Designpapier kannst du halt, ne? Ja, Designpapier ist okay. Aber... Stress. Hattest du dir Schablonen ausgesucht? Nö, hab ich nicht. Kannst du wählen, wie du willst. Ach du Scheiße. Entschuldigung nochmal. Oh Gott, ich hab... Oh Gott, ich weiß, meine Steffi ist noch gegeben. Tut mir leid. Klein Anna schläft übrigens, Leute, bei dem Krach, den wir hier veranstalten. Das ist und alle, die Kopfhörer anhaben, es tut mir sehr leid für den Schreien. Ich wollte mein Stempelkissen holen und hab's vermasselt. Aber die uns kennen, die wissen schon, unsere Workshops sind immer sehr laut und chaotisch. Wir kriegen. Da, sind ja nicht chaotisch. Wir doch nicht, nein. Sind immer total entspannt, locker. Letztens beim Trimagischen Abend habe ich ja nicht nur die Vase über den ganzen Tisch geschüttelt. Das macht so ein Outtakes machen von uns. Ja. So, okay, benutze jetzt. Okay. So, du wolltest das Grüne da. Ja, hier. Stuhl weit, weit weg. Green, alles green. Das war green. Übrigens Designpapier aus unserer Gratis-Aktion. Also da haben wir so Geschenk. Mhm. Eine Überraschungstüte war das, ne? Genau. Genau, Überraschungstüte. Ja. Eigentlich sollte das ja hier unten, das sollte eigentlich hier so abgeschnitten sein. Vielleicht, aber ich glaube, das ist noch 45 Sekunden. Ich zeichne dir die Linie noch eine, Anna. Wenigstens das. Also das muss hier unten noch abgeschnitten werden, das hier so. Weil da soll ja noch Designpapier hin, so ein Stück. Das sieht sonst irgendwie unsinnig aus. Man muss ja auch aufpassen, weil man kann das ja nicht von den Fotos abwischen, weil es Papier ist. Ja. Ja. Ups. Nix, ups. Das gefällt mir gar nicht. Das kannst du bei deinem Layout machen. Sag dir einfach ups. Als ob es davon wegginge. Hast du halt jetzt ein bisschen Panama da drauf? Auf den Fotos? Ja, da ein bisschen am Rand. Okay. Warte, dieses Foto jetzt schon gar nicht. Verdammte Kacke. Entschuldigung. Keine Fachausdrücke. Ich klebe noch an. So, hier unten muss noch Designpapier hin. Viel Spaß. Neustart. Oh Gott. Was hast du denn für Pläne hier? Okay. Ich habe die Schablone nicht angeklebt. Das ist nicht schlimm. Das war da in der Mitte. Welche Schablone? Die, Die Schablone. Die Schablone, ich dachte, du wolltest irgendwas schablonieren. Okay. Okay, ich lege das erstmal so zur Seite. Ich bin noch nicht so weit. Stresshormone. So, also bei mir muss hier oben noch Designpapier hin, so wie ich die Sache sehe. Ich bin für... das hier aus. Das ist noch mit so rot. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, ich werde das hier nehmen. Ich hoffe, das ist mein Rest. Ich bin ja nett, ne? Weil hast keinen Rest. Okay, dann nehme ich natürlich neues. So. Das ist übrigens Makramee. Dieses Papier heißt Makramee. Total schön. Wir sind ja nebenbei hier ein bisschen Werbung machen für unsere Sachen. Ja, kaufen Sie. Das Papier, was ich jetzt habe, das gibt es leider aktuell nicht so zu kaufen, weil das war ja, wie gesagt, von dieser Muttertag, nee, nicht Muttertag, von... Muttertag ist ja jetzt, genau. Ja, es war so eine Geschenkaktion. Ja. Gab es so eine ganze Tüte mit Schablonen und Stempeln und Designpapier, alles passend. Also es lohnt sich auch, diese Mystery-Aktionen mitzumachen. Das, man wusste nämlich nicht, was das Geschenk ist, aber ich liebe das Papier. Ja, das war echt cool, weil ich dachte echt, da haut...
Kreativ-ID so irgendwie so Restezeug raus, ne, was noch irgendwo rumliegt im Lager. Ja, das war wirklich so, eine eigene Kollektion. Genau, es war so eine richtige Kollektion mit Gratispapier, Schablonen, Washi-Tape, ne, ja. und ein Stempelset. Also war mega gut. Also hätte ich jetzt nicht erwartet und das hat uns schon, ja, hat uns echt gefreut, ne? Im Wert echt von über 30 Euro. Das ja. war echt gut, ja. Echt ein hübsches Set. Deswegen, wenn nochmal so eine Aktion kommt, Leute, zögert nicht, es lohnt sich. Ja. Also ich habe dann auch geguckt, ich hatte mir dann so ein paar Videos angeguckt vom letzten Jahr oder vor 2 Jahren und da war das auch genauso gewesen, also dass die wirklich ja. Schöne Sachen da reingepackt haben und nicht nur so irgendwie den letzten Schnotter oder so, ne? Ja. Kennt man ja manchmal von anderen Firmen, dass da so Überraschungstüten sind und die, einfach da ist nur die so, Lagerleichen. Ja, genau. Und das war echt nicht so. Ja. So, jetzt habe ich natürlich hier totales queres Chaos, aber egal. Ich bin schneller als du, deswegen hast du ein bisschen Nachteil, weil ich deins halt mehr bearbeite, als du meinst. So, ich glaube, ich klebe einfach mal an und dann gucke ich mal, was ich mache. Ja. Aber können wir das mit dem Flüssigkleber jetzt kleben? Ich bin ein bisschen vorsichtig, ne? Ich habe ja 7 Minuten Zeit, das aufzukleben. Das ist ja Luxus. Deluxe Edition. Ja, weil das ist ja nur dünnes Papier. Also, naja, so dünn nicht, aber ist schon dünner, ne? Ja. Und dann mit unserem Flüssigkleber. Na, muss man schon ein bisschen aufpassen. Machen. No risk, no fun. Ja, ich meine, deswegen sind wir deswegen ja hier. Machen wir ja diesen Quatsch jetzt hier, ne? Wir sind schon ein bisschen doof. Da ist ja nichts Neues. Ist nichts Neues, wir sind immer doof. Wäre ja auch langweilig, wenn wir normal wären, ne? Genau. Ich weiß nicht, wer uns von unseren Lives kennt. Das ist ohne Mist, Leute. Ich weiß nicht, manche glauben uns das, glaube ich nicht. Aber wenn wir sagen dann immer so, ja, wir gehen Donnerstag live. Das klären wir schon so ein paar Tage vorher. Ja, so, ne? Das wissen wir schon. Das wissen wir schon. Dann wissen wir, okay, Donnerstag gehen wir live. Aber wir wissen halt nicht, was wir machen. Und dann ist das meistens so, dass wir es dann wieder voll verpeilt haben, dass wir live gehen. Und dann irgendwie eine Stunde vorher, oh, wir gehen doch gleich live. Oh, was machen wir eigentlich? Dann so 2 Minuten vorher, ach, wir machen das und das. Okay. Und dann, okay, ich mache jetzt das live an, ne? Ja. So läuft das meistens. Dann nicht mal die Materialien alle direkt so. Aber ja, wir labern ja meistens so ein bisschen. Da kann man auch nebenbei so ein bisschen das zurechtlegen. Oder wir machen spontane Unboxings, weil gerade ein Paket gekommen ist, wenn die anderen zu mir zu Besuch kommen. Genau. Das macht am meisten Bock. Und ja, so läuft das bei uns, ne? Also wir sind sehr spontan. Behind the scenes. Also ich habe ja hier Apfelgrün und das hier ist dieses Duopapier. Nee, nicht Duopapier. Doch, Duopapier. Nee, das ist essentiell. Essentiell. Genau. Ja. Du kennst dich mit den Papieren besser. Ja, ich bin halt Papier. Du weißt ja, das, also wenn ich sonst nichts auf die Reihe kriege, ne? Aber das. Ich habe so ein Faible für Farbennamen und ja, sowas. Ja, das kannst du echt gut. Auch so Farben mich immer voll so. Glänzen. Ja, voll, bei den Scrap News. Ich weiß immer, das ist die Farbe. Und das und das und das. Und ja. In Wirklichkeit übertünche ich damit nur mein sonstiges Nichtwissen. Ja. So. Jetzt muss ich die Klebestreifen abholen. Der Klebestreifen ist auch noch matt, auf mattem Papier. Also normalerweise nehmen wir ja richtige Fotos, ne? Also dass ihr euch nicht wundert. Aber wir haben ja jetzt nur schnell einen stinknormalen Drucker gehabt und haben da unsere Fotos ausgedruckt. Genau. Spontan. Spontan. Weil wir eigentlich, wie gesagt, eigentlich nur das für mein Video machen wollten und dann noch entschieden haben, nee, komm. Dann habe ich Anna gesagt, nö, wir machen auch vor allem zu meins. Mit Layout. Was? Was? Oh, Anna hatte sich schon gefreut. Yeah, es bleibt alles in meinem Bereich. Juhu. Ja, du wolltest ja auch eigentlich nur hier hinkommen, weil wir dann nur mein Zeug machen wollten. Nur Junk Journal Zeug. Wir wollten eigentlich ein Junk Journal machen, ne? Ja. Aus den Apotheken Set. Ja. Und jetzt haben wir irgendwie. Und dann hattest du die Idee mit der Challenge und ich bin auch eine Challenge. Ja. Aber ich glaube, wir hätten eh keine Zeit gehabt, weil, unsere Kinder dabei sind, genau. Wenn man. Sieht schon geil aus. Ja, schon. Wenn wir ein Wochenende ohne Kinder mal haben, dann machen wir ein Journal. Dann machen wir ein Journal, genau. Dann machen wir ein Journal. Habe ich noch? Ja, ich kann noch. Washi-Tape. Achso, da oben ist das aus der Reihe, genau. Und das ist das Washi-Tape aus dieser Gratis-Reihe, ja? Ist das nicht cute? Und ich finde, das passt schön von den Farben her zu uns. Deswegen klebe ich das mal hier so ganz spontan da drauf, Alter, keine Ahnung. Ich habe mich schon wieder vermalt. Das ist Anna. Das klaut alles Zeit. Wir müssen das üben. Wir müssen mehr Layouts machen. Du musst mehr Layouts machen. Nein.
Wir haben alle unsere Spezialitäten. Genau. Es ist nicht so, dass es mir keinen Spaß macht, aber es ist nicht so mein Bereich halt aktuell. Wie gesagt, nee. Ich bin halt eher gerade im Junk Journal. Du bist im Journal. Das ist auch gut so. Ja, ist ja auch langweilig, wenn alle das Gleiche machen. Ja, würden, echt. Also es ist ja gut, dass wir im Team uns so... Ich finde das auch. Das ist eigentlich auch echt was uns ausmacht. So, ja. Ne? Dass jeder hat so ein bisschen andere Spezialitäten. Also jetzt nicht nur wir beide, ne? Auch generell im Team. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch welche, die machen zum Beispiel auch nur Karten und so. Ne? Und andere, die sind mit den Fotosachen total begeistert. Und ne? Du mit deinen Junk Journals. Und ich finde das mega cool. Dann sieht man mal, was alles mit unseren Sachen halt möglich ist, weil ja. Wir haben ja manchmal ja auch alle, sag ich mal, wenn Neuheiten rauskommen, die gleichen Materialien, ne? Ja, und jeder macht was anderes. Ja, das ist so krass. Das ist echt so cool. Und was da manche machen, dann denkst du so, what? Da bist du auf die Idee gekommen, ja, ne? Ja. So krass. So, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen, ne? Ja. Das ist echt cool. Also man kann so viel damit machen. Und weil wir halt auch ein relativ breit gefächertes Sortiment an sich noch so haben, ne? Ja, das stimmt. Muss man ja auch noch dazu sehen. Und das ist echt cool. So, ich bin schon ganz zufrieden. Ich hätte gerne noch so einen anderen Streifen. Ich habe hier eine ganze Schublade Washi-Tape, die sind jetzt nicht von Creative ID. Ich hätte gerne was. Das hier ist cool. Guck mal, das passt ja. Das passt. Also es ist von aber das passt voll gut. Ja. Das ist, glaube ich, mir jetzt mal. Das ist nicht für eine Kreatividee, aber egal. Ihr könnt ja auch andere Materialien verwenden noch. Ja, solange ihr unsere Fotoschablonen kauft, ne? Genau. Ja, die gibt's ja auch nicht überall, ne? Die gibt's ja nur bei uns. So, oh Gott, 1,44 schon wieder nur. Komm. Go. Ich reiß das jetzt gerade hier in der Mitte, weil komplett wäre es mir jetzt zu breit. Ich würde halt nur so einen Streifen drauf machen. So, dann haben wir die ersten. Haben wir dann schon 30 Minuten rum? Nee, 20. 20. 20! Bist du sicher? Ja. Ich nicht. Ah, nee, das sind dann 30, ne? Eben. Wir haben ja. Wir sind schon 30. Ach Gott, wir sind schon 30. Scheibenkleister! Ja, wir haben schon zweimal getauscht. Ich dachte gerade, nee, das, ich habe doch mein eigenes wieder. Oh mein Gott, das ist so schnell vorbei. Oh mein Gott. Okay. Das weiß ich auch, warum ich immer so lange brauche. Das ist echt krass, weil die Zeit so schnell vergeht, ey. Und du bist ja nicht wirklich Perfektionist, aber du bist halt so, du achtest sehr auf Kleinigkeiten und Details, ne? Ich achte sehr auf Details und dann. Ja, und das verlierst du dich dann auch gerne, ne? Also wie die Deko dauert ja mal längst. Diese Prilblumen, das war die schrecklichste Idee, die ich überhaupt je hatte, ja. Mini-Prilblumen. Oh, ich habe die aus Locher-Teilen gemacht, ja. Also ein Teil von denen. Hast du das schon auf deinem Kanal gezeigt? Nee, ich habe die Anleitung habe ich ja nicht gezeigt, ne? Ja. Ich habe nur das Layout habe ich gezeigt, aber ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, dass die teilweise aus Locher-Dingern waren und das war echt eine Katastrophe. So winzig, ey. Boah, das stundenlang. Ich habe, glaube ich, für diese Blumen am längsten gebraucht. Oh Gott, ne? 19 Sekunden. Oh Gott. Also. Oh Gott, ich krieg's nicht mehr fest. Scheiße, bitte. Wuschel mal hier so. Nein. Ich hab schon angefangen. Naja, man kann ja auch eine Schablone nehmen zum Praschen, ne? Ja. Es ist schon was passiert, ne? Du denn für ein Puzzle? Okay. Ich weiß es nicht. Fandest du mal gebrushed? Man sieht es gar nicht auf dem dunklen Schokolade. Nee, ich hab das, glaube ich, überklebt. I hate you. Nein. Wirklich so schlimm. Nein. Da wolltest du brushen, da unten? Ja, also so halt, da, guck, so. Ach so? So, das wollte ich eigentlich machen, aber keine Ahnung. Wie macht man denn sowas? Holt man ein Stück Designpapier oder Ja, ich habe hier einfach, hier, guck. Restpapier. Ich glaube, die nehmen eigentlich ursprünglich die Schablone dafür. Ja. Aber ich bin da immer zu dusselig für. Das seht ihr gar nicht, was ich hier mache, ne? So. Ja gut, das Panama sieht man doch nicht so gut auf dem Schokolade, wie ich. Nee, aber das ist ja nicht schlimm. Gedacht haben. Ich finde das witzig, weil du das so komplett anders machst. Ja, wie gesagt, ich bin ja auch überhaupt kein Profi, was das angeht. Das ist okay. Ich überlege gerade, was ich jetzt mache. Ja, das ist immer so, man muss ja auch erstmal so, okay. So total out of control geraten.
Ich weibe jetzt einfach mal. Ich glaube, ich mache was mit dem Duopapier und versuche da mal in den Hintergrund irgendwie. Ja, da fehlt noch was, irgendwas. Ich weiß es auch noch nicht. Da, wo man selber nicht klarkommt, das überlasse ich dann dir. Ich glaube, ich muss hier mal so ein bisschen. Also, ich will jetzt hier so ein bisschen diesen Übergang wieder herstellen, ja, damit das alles wieder miteinander verbunden ist. Und versuche da mal so ein. Das ist ein bisschen so ein schief geworden. Ich muss da was drüber kleben. Oder ich klebe dann da was drüber. Ich mache da noch Prielblumen da drauf. Das schaffst du. Nee, das schaffe ich nicht. Wir haben ja nur noch. Also wenn jetzt zweimal die Zeit ist, genau, noch haben wir nur noch, genau. Zweimal. Oh Gott. Bei den gleichen Gedanken, das schaffen wir niemals. Das schaffen wir niemals. Never ever. Never ever. Ja. Das müssen wir auch gleich in die Teamgruppe schicken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ich habe keine Ahnung. Das muss ja jetzt eigentlich hier wieder so werden. Eigentlich haben die immer diese Linien dazwischen, ne? Oh, das sieht eigentlich ganz nett aus, okay. Es geht, ne? Es geht. Es geht. Es ist gar nicht so schlecht. Es geht. Gar nicht so schlecht geworden. Der Sachse würde sagen, es geht eigentlich. Das kann man so machen. Du, wenn du sechselst. Das war so geil, als wir in Dresden waren. Immer wenn du dann mit Einheimischen gesprochen hast, war ich so. Was schlaberst du? Ich habe heute mit meinem Bruder telefoniert. Ja, ja. Ich meine, sonst kommt sie ja nur raus, wenn du dich irgendwie aufregst oder ja. So. Also der Meckersachse kommt der dann durch. Der Meckersachse kommt dann wenn, durch. Wenn Katja am Schimpfen ist, die schlechte genau. Laune hat, dann kommt der Meckersachse durch. Aber als mit der einen Bäckereifrau so lange gesprochen haben, da war ich echt so, habe ich irgendwann abgeschaltet. Aber das war auch mega, das war mega krass. Das war echt ein Highlight eigentlich. Ne? Ja, das stimmt. Weil man muss sich vorstellen, ich bin in die alte Bäckerei gegangen, wo wir früher als Kinder hingegangen sind. Und wer weiß, ich bin ja schon ein bisschen was älter, ne? So ein kleines bisschen. Und habe jetzt nicht damit gerechnet, dass dort jemand arbeitet, den ich irgendwie kennen könnte oder so. Und ich kannte diese Frau auch tatsächlich nicht. Aber das Witzige war, meine Eltern waren früher Hausmeister an einer Schule. Und wir haben da auch gewohnt. Ja, früher war das ja so, dass die Familien da gewohnt haben. Und diese Frau, die da beim Bäcker gearbeitet hat, das war die Tochter von dem Hausmeister, der vor meinen Eltern an dieser Schule Hausmeister war. Ja, total. Also das war eigentlich total bekloppt. Und dann haben wir uns da unterhalten über diese ganzen Verstecke, die es da in dieser Schule gab und diese geheimen Zimmer und so. Was ja wirklich nur, also nur die Kinder wissen, die da aufgewachsen ja. sind. Also die Hausmeisterkinder, ne? Die Schüler, die da zur Schule gegangen sind die und so, das ja nicht. Die kennen das ja gar nicht. Und mein Papa, das war ja noch das Lustige, mein Papa wusste das auch nicht. Die Schule ist vor ein paar Jahren komplett rekonstruiert worden. Und erneuert worden. Und dann kam mein Papa ganz stolz zu mir. Oh, boah, weißt du. Ist das die Schablone? Ich brauche schnell die Schablone. Da sind. Oh nee, das ist die falsche. Die da sind so doch. Ganz versteckte Räume. Nee, irgendwie habe ich nur meine gerade hier. Nee, das ist ja deine. Ach ja. Ich brauche jetzt. Ja, lost, ne? Ganz versteckte Räume. Ja, ganz versteckte Räume. Das ist cool. Und mein Papa wollte mir dann erzählen, was da alles so ist, ja. Und ich so, ja, Papa, weiß ich. Und habe ihm dann gesagt, ja, guck, weißt du, in dem einen Raum, da stehen so Kerzen auf dem Tisch. Hast du die gesehen? Mein Papa guckt so, ja. Ich sage, ja, die waren von mir und meinem Bruder. Von vor 20 Jahren. Krass. Die standen da immer noch. Das ist so unglaublich eigentlich. Und krass. Mein Papa war total entsetzt, dass wir diese Räume kannten und er nicht. Da ich weiß nicht, ich glaube, ich war in der zweiten Klasse oder so, wo wir da hingezogen sind, ja. Und seitdem war der da immer an der Schule und wusste das nicht. Und musste dann nach 20 Jahren herausfinden, dass seine Kinder alles wussten. Also dieser Dachboden ist auch riesig. Ich habe ihn ja dann nur von außen ja. gesehen, als wir mit den Kindern auf dem Spielplatz waren. Ja, das aber, ist echt irre. Ich glaube, drei Etagen hoch ist der. Ja, total krass. Also echt verrückt. Und wir haben da gespielt früher. Mhm. Das war unser Spielplatz. Also das war quasi der Indoor-Spielplatz in den 90ern. What's kommt so? Also ich zeige, also so weit bin ich jetzt, ne? Und so weit ist Anna. Das sieht ja schmul aus. Ich habe hier einfach schon umrandet, ist ein bisschen schief geworden. Das macht nichts. Weil ich nervös und zittrig bin. So, jetzt müssen wir nur
Aber diese Layouts sind eh alle schief. So als Deko, was hattest du denn als Deko noch raus? Gar nichts. Keine Ahnung. Kein Plan. Was ist denn da? Hast du irgendwelche Stanzen, Blumen, Gedöns, irgendwas? Keine Ahnung. Vögel. Was weiß ich. Ist ja nur dein Layout. Das ist egal. Irgendwelche Blumen oder so. Trockenblumen. Nee, die gibt's zwar nicht mehr, aber. Trockenblumen. Stanzen. Ich kann die ja dann noch anmalen oder so. Trockenblumen, Stempel und Stanzen. Ja, genau. Und die sind cool. Die passen da bestimmt gut drauf. Ja. Aber ich kann mich jetzt raussuchen. Also. Hilfe. Ja. Solange du noch zum Stempeln kommst, alles gut. Ja. Wir brauchen ja nur noch Papier oder so, ne? Ja. Ey, wo schneide ich eigentlich? Aber ich sehe auch so gar nichts, ne, von der Lampe. Also für mich sind die Linien verschwunden, wenn ich hier reingucke. Schmeißt du jetzt die Kamera hier durch die Gegend? Denk dran, heute sind wir nicht in der Küche. Ja, heute sind wir nicht live. Sind nicht live. Vor wie viel von Zuschauern? Kein weißes Papier, sondern so vanillefarbenes, ne? Nee, ich glaube, das ist schon weiß. Weiß? Ja, ich glaube, das ist schon okay. Das weiß. Ich kann damit leben. Und Anna schläft einfach. Die pennt hier einfach. Es ist unfassbar, ne? So, ich glaube... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, kannst du dir dann aussuchen, ob du da noch was hinhaben willst. Wo ist mein Schokoladestempelkissen? So, Linien wegradieren machen wir das später, ne? Ja, ja. Outside das of the... Aus der Zeit. Irgendwas. Obwohl, eigentlich ist es ja dann so fertig, wie es nach der Stunde halt aussieht. Ja, ich glaube auch, ne? Dann darf man eigentlich nichts mehr machen. Ich würde jetzt hier, glaube ich, damit mal draufgehen noch. Oder? Wie viel Zeit habe ich noch? Keine Ahnung, ich mach das mal nochmal ab. Gucken, ob du dann findest, was ich damit wollte. Keine Zeit zum sauber machen. Haben wir doch nie. So, ich leg das mal kurz zur Seite. Ich sau jetzt mal deinen Tisch voll. Ne? Mach das. Egal, ich brauche aber Farbe. Das können wir nehmen. Dunkelgrün. Oder? Gott, jetzt noch irgendwie ausstanzen. Ich habe jetzt weiß genommen. Und kann ich den nehmen dafür? Ja, ja. Ich habe keinen für weiß. Ich bin halt eine Wutze. Nimmt man ja auch. Deswegen mache ich Junk Journal. Da kann man eine Wutze sein. Da denkst du schon, oh Gott, nie wieder mache ich das. Ja, mein Stresspegel ist auf 100. Aber es ist auch irgendwie lustig. Es ist lustiger Stress. Wie eigentlich alles, was wir machen. Ja, das stimmt, ey. Wir so, weißt du, mit Stempelwecker letztes Jahr. Oh Gott, ja, wir haben, also bei uns ist das so, einer von uns hat die Idee und der andere so, ja, boah, voll geil, ich mach das mit. Ja. Keiner hat irgendwie einen Plan am Anfang und dann machen wir einfach. Und es wird wirklich. Und meistens wird es cool, ne? Also bis jetzt hatten wir noch nichts, was irgendwie. Nee, ich meine, Stempelwecker, wie lange hatten wir Zeit? 6 Wochen oder so? Boah, es war voll wenig. Um die ganze Messe da alleine zu machen. Wir haben uns angemeldet, da war eigentlich die Anmeldezeit schon zu Ende. Ja. Aber der Herr Hein, der fand mich sofort sympathisch am Telefon. Wir haben, also ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja halt eine alte Quasseltante. Und und der fand mich so nett, dass er gesagt hat, ach egal, wir kriegen euch schon irgendwo unter. Und dann durften wir uns noch anmelden. Oh Gott. Wie, jetzt ist die Zeit abgelaufen. Hier, mach mal weiter. Hier irgendwo. Keine Ahnung, ist da alles dabei? Ja, ist alles dabei. Hier ist dein Layout. Ja, kümmer dich mal. Ist schon ausgestanzt? Boah, perfekt. Es ist gerade gestanzt. Also kannst du doch selbst entscheiden, wo es hinkommt. Und die kleine Anna schläft hier tief und fest. Hä, wo lag das drauf? Ich habe das schon runtergeschoben, so. Weil es geht ja immer nur so ein Stück. Ja, es ist halt immer so ein bisschen... Ja, musst du dir wie machst du das tüdeln. Dann weiter? Ich schiebe das dann immer einfach irgendwie weiter und gucke, dass es so ist einigermaßen Übergang passt. Nicht. Genau, okay. Dann kann man zur Not noch was drüber kleben. Cool. Hast du gut ausgesucht. Ja, ne? Okay, ich danke dir. Bitte, bitte. Wenigstens ND-Auto, das sieht jetzt gut aus. Leg das mal hier drüben hin. Ich weiß nicht, wo du das aufbewahrst. Oh, ey, wir müssen hier gleich Foto machen, Insta-Story, wie es hier aussieht. Weil man hat ja keine Zeit, dann wegzuräumen. Nein. Oh Gott, nur noch einmal hier nach, ne? Ja, ich versuche mal hier noch so ein bisschen Farbe dran zu machen. Ich habe keine Ahnung. Egal. Was suchst du? Ich überlege, welche Farbe. Grün geht immer. Ja, das sind irgendwie alle grün. Von Creative ID, die ich habe. Mehr habe ich nicht. Ja, mach nichts. Ich kümmere mich. Irgendwann hattest du vorhin Wasserglas. Da ist die Fensterbank, damit es nicht aufkippt.
Ja, das ist, ich dachte ja immer, bei Creative Ideas war ja immer so die Sache, wo ich gesagt habe, nee, die Stempelkissen hole ich mir nicht. Ja, ja, wir wollten ja eh nichts so machen, wie das eigentlich, ne? Und aber dann, jetzt, dann verliebt man sich doch irgendwie die Produkte. Ja, die Sachen sind echt geil. Gerade diese Mini-Stempelkissen, ich bin da halt voll Fan, weil da kannst du dir einfach, weil die so günstig sind, nur 2,50 Euro. Ja. Und dann kann man sich halt so viele Farben auf einmal holen und muss nicht und man, warten. Man kann damit auch hier, wie ihr seht, Aquarell machen. Ja. Ja, die sind wasservermalbar. Und da kriegt man auch mal hier so noch ein bisschen Farbe auf diese Sachen hier drauf. So. Scheiße. Egal. Versuch's nicht zu retten. Ja, also es lieber, wird meistens lieber schlimmer, so, ne? Genau, es wird meistens schlimmer. Ich bin zu zittrig. Oh, du hast sogar Altrosa. Och, du bist meine Beste. Ja. Ich weiß schon, warum du meine beste Freundin bist. Ja, ne? I know why I choose you. Ja. Ja, es ist so, Katja hat mich halt gefunden. Die hat mich aufgenommen und adoptiert. Genau, adoptiert. Hat das schon zugeschnitten? Ach, da, ne? Ja. Das sieht so weird aus. Super schön. Oh Gott, wir müssen ja eigentlich gleich die restlichen 10 Minuten zum Festkleben nutzen. Keine Ahnung. Also ich bei meinen und deins klebt schon. Ja, meins klebt schon. Meins noch nicht. Du brauchst es ja dann nur umdrehen. Kleber dran und. Ich glaube, jetzt klebe ich auch einfach mal. So. Noch so ein bisschen Farbe. Irgendwie hier dran. So. Das doch, passt sogar alles zusammen. Ja, oh, sieht voll schön aus. Ich mach dann mal noch ein paar Spritzer drauf oder so. Gucken. Kleben. Seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Outside the frame hier. Ja, mit diesen Kursen. Ein bisschen schwierig. Sehen wir erst am Schluss, weil ich gucke zwischendurch gar nicht wirklich auf die Kamera. Ich auch nicht, aber ich glaube, ein bisschen was sieht man. Ein bisschen was sieht man. Und man kriegt unsere Panik mit. Die so, oh Gott. Boah, wie schnell so eine Stunde rum ist. Krass, ich merke, ne? Das gar nicht. Das fühlt sich an, als hätten wir gerade erst angefangen. Ja, nur noch 10 Minuten gleich. Oh Gott, jetzt ist deine Küchenrolle irgendwann abgestürzt, keine Ahnung. So. Oh, bye. Wir wollten noch diese Schieferdinger. Ja, hier, die haben wir noch gefunden. Ach, ja. So krasse kleine Schieferteile. Die müssen wir noch mit irgendwie unterkriegen. Ich glaube, ich mache meins hier hin und klebe das Grünzeug jetzt einfach hier dahinter. Mal so. Ah, hier Schieferregion. Ja, voll schön, ey. Also ich war mega begeistert. Ich dachte so, boah, hier gleich mal mit einem Auto ranfahren. Ja, dass wir den Schieferbruch hier freiräumen. Ich bin dabei. Weißt du, das? Ja. Und mein Sohnemann, ne, der hat sich natürlich nicht die kleinen Steine geholt. Der hat sich direkt so die 2-3 Kilo gewogen und wollte die dann mitschleppen. Ich sagte, nee, hallo. Also so begeistert waren wir dann nicht, dass wir die komplett mitnehmen wollten. Ne? Wir wollten ja auch noch eine Weile gehen bis zum Pferdehof, ne? Ja, auf jeden Fall. So, schade, ich habe meine Klebedingens hier nicht mitgenommen. Was? Harzperlen? Ja, meinen schwarzen. Ah, du. Ja, super. Ich habe doch schwarze. Kaffeedinger hast du aber nicht, ne? Nee, Kaffee habe ich nicht. Aber schwarze glaube ich auch. Ich war so doof und habe mir die Kaffeesachen nicht geholt. Und ja, jetzt gibt es ja den Block nicht mehr. Nee, ich weiß. Voll schade, ne? Oh, jetzt hat mein Handykleber dran, egal. So, guck mal. Wir können nur noch ein bisschen beschriften. Also ich. Ich glaube, die muss man ja immer noch ein bisschen ankleben, hier die Harzperlen. Oh Gott. So, jetzt ist es einigermaßen gerade draufklebt. Oh Gott. Bei dir rauscht was. Ja, Babyphone. Babyphone rauscht. Ich bin die Geräusche schon gewohnt, dass manchmal wie so Darth Vader durch das Phone. Gerade wenn der erkältet ist oder so. Oh ja. So. Okay. So ein bisschen mehr. Mal gucken, ob der kleben bleibt. Das ist Hardcore-Test für unseren Bastelkleber. Ja. Ja, also wir testen jetzt den Tacky Glue von Creative ID, ob der auch Steine klebt, ja, also Schiefer, ja. Also wenn das gegen Glue gehen soll, würden wir euch das dann empfehlen. Genau. Wir können euch auch sagen, wo ihr den Schiefer findet. Ja. Wir machen Erlebnis-Workshop, ne? Genau. Wir gehen wandern und suchen uns in der Trimsa Schweiz. So
picken uns die Schieferplatten und dann basteln wir damit. Oh, das wäre echt geil. Da hätte ich immer schon mal Bock. Ich hätte Bock, die mal zu bemalen. Das wollte ich schon immer die mal nächste machen. Idee ist geboren. Ja. Ne? Oh ja, alle, die in der Nähe Koblenz wohnen, meldet euch. Ja, wir hatten ja eh noch einen Workshop hier geplant. Ja, ne? Stimmt. So, jetzt brauche ich noch irgendwie so anderes, kleines Gedöns. So Trockenblumen wären noch cool. Da hinten. Oh, du hast aber eine geringfügige Auswahl. Ja. Guck mal, pass mal auf. Nur ein paar Trockenblumen zur Auswahl. Die machen voll süchtig. Die kann man übrigens auch bei Kreativer die kaufen. Ja, deswegen habe ich die. Boah, du hast ja voll die geilen Farben. So bei jeder Bestellung immer mitbestellt. Ja, ich auch. Ich bestelle bei jeder Bestellung mit. Oh mein Gott, aber die Farben, die du hast, die habe ich noch. Ey, was hast du für coole Farben? Ich will auch. Die gelben sind ja voll cool. Ja. Oh, ich nehme die gelben. Die sind halt jedes Mal voll anders, ne? Guck mal. Oh, das strahlt richtig nach Sommer und Frühling und alles. Oh, die sind cool. Die brauche ich. Das sind voll die Glück. Nee, da hatte ich auch eins. Das hatte ich schon zugeschnitten. Das ist weggeworfen. Da unten, da ist es. Oh nein. Das wollte ich noch gestalten. Ach so? Ja. Naja. Ja, ich bin ja eh gleich dran. Ne? Ja. Zwei Minuten hast du. Ich klebe es gerade schon mal dran. Ne? Ja, mit Trockenblumen kennst du dich ja dann auch aus. Ne? Du musst ja auch was drauf schreiben oder stempeln. Ja, ich will ja eigentlich, wollte ich auch diesen Schiefer noch was drauf stempeln, aber. Mit dem Kohlaub habe ich gedacht. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja, wahrscheinlich nicht, weil der ja die gleiche Farbe druckt. Ne? Ja. Wenn der weiß drucken würde, aber weiß druckt man. Nee, weiß druckt er nicht. Ja. Gehst du jetzt so runter? Ich will, dass du da drunter, da so. Geh mal da so. Wir haben auch Blumen mitgenommen zum Pressen. Ne? Wir haben richtig schöne Blümchen gefunden. Aber die sind natürlich noch nicht fertig. Nee, klar, die haben wir eben erst Wochen warten hier. Ins Buch getan. So lange können wir jetzt nicht warten. Nee. Layout. Nee. Die waren so schön pinky, die waren echt cool. Die waren cool. Oh Gott, jetzt ist deine Mama nach Hause gekommen, ne? Und die Tür hat geplautzt. Bäm! Das ganze Haus hat gewackelt. Da gibt es halt eine Story zu, deswegen musst du so lachen. Ach so, deswegen musst du so lachen. Das hatte ich hier schon mal. Wir haben halt ein sehr altes Haus, ne? Ja. Und meine Mama ist mal unten hingefallen. Und dann? Und dann kann sie hier lassen. Die sind schön. Und die passen voll gut. Ja, deswegen. Und meine Mama, die ist mal unten hingefallen. Also ich wusste das nicht, ne? Ich war nur so in der Küche, die Katze haben wir füttern. Und plötzlich hat es so kabumm gemacht. So die ganze Tür gewackelt, die Katzen so aufgeschreckt und so geguckt. Und ich war so, Gott, was war das? Irgendeine Explosion oder so, ne? Geh die Treppe runter und dann lag meine Mama da, die ist im Türrahmen hingefallen. Und dann die Arme. Und ich musste so lachen und die war mir so böse, weil ich so lachen musste. Oh Gott. Aber sie hat sich zum Glück nicht verletzt. Sie hat nichts getan. Dann können wir die Story auch erzählen. Das ist doch lustig. Sie lacht selber drüber heutzutage. Oh Gott, die Zeit. Sie ist selber schadenfroh. Ja. Und ich lache auch, wenn ich hinfalle, also darf ich das? Ja, wir haben heute auch, ich hab Anna auch eine Story erzählt, wo ich Kind war, bin ich mal bei uns in den Kohlebunker gefallen. War so flupp, wirklich 3 Meter in die Tiefe. Mir ist nichts passiert, ne? Das muss man dazu sagen. Aber ich habe dann auch gesagt, meine Freundin, wie Anna heute, erstmal sich voll am Tod lachen, ja. Und irgendwann kam sie dann, guckte rein und sagte, geht's dir gut? Und hört auf, jetzt bin ich tot. Und ich saß auf diesem Kohlehaufen da 3 Meter weit unten und so, ja, ich bin okay. Ich weiß nicht, wie es mir geht, aber komm ich so ein bisschen Geld? Ah, okay, dann musst du machen. Oh, das letzte Mal, Katja. Oh Gott. Okay. Das letzte Mal. So, noch ein letztes Mal. Also ich weiß nicht, ich mag das nicht. Mach mal selber. Okay. Ja, ich brauche weiße Blumen. So, okay. So, okay. Du musst auch definitiv da irgendwo was draufschreiben. Ist mir egal. Ja, auf den Stein oder so. Oh, scheiße. Das passt ja voll gut. Guck mal, das hat so ein bisschen grün und rosa Schimmer. Ganz voll cool, das gefällt mir. Guck mal, das ist jetzt eigentlich eine Blume für dich, die musst du mitnehmen. So ein pinker Puschel. Guck mal, hier ist noch einer. Guck mal. Oh ja. Das ist ein Pärchen. Wir sind zwei pinke Puschel. Das passt halt hier. Obwohl, wegen dem Washi, ne? Oh ja, das ist süß. Irgendwie cute. Gucken wir das noch ein bisschen. Gut. Ich schmeiße die Blumen um mich. Da ist noch eine. Irgendwie schon süß. Keine Ahnung, ob die da oben noch hin kann. Guckt euch das mal an. Ist das nicht geil? Guckt euch mal diese roten an. Boah. Ja. Ey, passen voll zu deinem Pulli. Ja, das stimmt.
ja auch bei dir noch drauf machen. So ein bisschen mit den Grün mischen. Und kommt das, ich mach das Rot von dem Pulli auch nochmal mit drauf. Guck mal. Die pinken Pulli, die pinke Puschel kriegst du jetzt hier drauf. Ob du willst oder nicht. Nein, hier hat sich eine Blume rausgestohlen. Hast du hier gestempelt oder ist das aus Versehen? Er ist drauf gespritzt. Ah, ach, jetzt stimmt, du hast eben ja gespritzt. Ja, so man kriegt das so selber nicht mit, weil man so in der Tunnel der ist, in der Bubble. Ich hatte eigentlich auch mein Ding, das wird aber hier auch noch so passen. Aber ich das ja. Oh. Oh nein. Warte, ich drücke auf Pause, mein Kind wird wach. Ja. Drückst du auch gerade auf Pause? Genau, ja. So weiter. Genau. Okay, weiter. Und wir starten. Also wir haben einfach nichts gemacht. Ich habe gewartet und Anna hat sich um die Kleinen gekümmert. So. Genau. Also fortsetzen jetzt einfach. Okay, jetzt bin ich ein bisschen raus. Ich hab das Gold geholt. Ich habe keine Ahnung mehr, warum es schon so lange ist. Mir hat so diesen Stein eigentlich vorher angeklebt. Nee, noch nicht. Okay. Jetzt nach so, keine Ahnung, du warst ja nur 2 Minuten weg oder so. Also gefühlt zumindest, ja, ne? Ja, wir haben ja heute festgestellt, dass es vielleicht doch etwas länger ist oder so. Oh ja, oh, das klingt gut. Man kann gut da drauf schreiben. Guck mal, der Ton. Ja, krass. Krass. Ja, das Datum oder so da drauf schreiben oder irgendwie so. Ja. Ne? Man muss ja jetzt gar nicht irgendwie. Also, welches Datum haben wir heute? 11. Mai. Who knows? Also ich schreibe jetzt hier auf dem Stein. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich weiß nicht, ob die Kamera zwischendurch ein bisschen hochgerutscht ist. Sieht man überhaupt irgendwie. Ja, doch, man sieht ein bisschen. Ich finde die Farbe so geil. Ich sage, also dieses Video wird definitiv nicht monetarisiert. Es sind so viele Begriffe drin, die man nicht sagen darf. Gibt es nämlich auch Regeln für von YouTube, ja. Ja, es tut mir leid, ich fluche sehr viel, ich weiß. Das macht nichts. Das macht das Ganze doch viel interessanter. Ja, ne? Da gucken doch die Leute erst recht, wenn wir hier solche Ausdrücke sagen. Ne? Ja, sieht cool aus. Das sieht toll aus auf dem. Ich habe jetzt eine Harzperle. Oh ja. Ja, die musst du nochmal ankleben. Die halten auf manchen, gerade so auf dem Washi-Tape und so halten die ja nicht. War das auf dem Washi-Tape? Also, nee, da, ne? Ja, da. Und auf den gestempelten, ja. Das ist so irgendwie. Wo war das jetzt? Ich glaube, da unten. Die andere ist verrutscht da. Die ist einfach. Ich sag halt, das hält er nicht. Und da aber mit dem Kleber drauf gehst, geht's. Kleber hält alles. Also. Ja, der ist echt gut. Ich war auch zuerst so skeptisch, wie mit den Stempelfarben. Ja. Dann habe ich den mir bestellt zum Ausprobieren. Und jetzt finde ich ihn echt gut. Man muss sich dran umgewöhnen, weil ja. Der braucht ein bisschen länger zum Trocknen als zum Beispiel der Tombow. Ja. Also ja, das auf jeden Fall. Also haben wir beim Plätzchenkleben hat man das gemerkt. Ja. Der braucht schon ein Stück, aber er klebt trotzdem gut. Er klebt auch die Metallsachen und so. Ja. Unsere Metalletiketten. Metalletiketten, die hat er auch gut geklebt. Ich glaube, der Stein würde auch gut klappen. Man muss es wahrscheinlich ein bisschen andrücken. Die Zeit haben wir halt jetzt nicht. Falls es abfällt, das darf man ja nochmal draufkleben. Ja, das kann man ja nochmal. Wir dürfen dann nur hinterher nichts beschriften oder so. So. So, einen kitschigen Spruch. Ja. Weißt du diesen Stift, den du da gerade benutzt hast? Hier. Ah ja, gut. Ja, den würde ich auch kurz mal nehmen. Noch einen kitschigen Spruch. 2024, kannten wir uns da schon? Ja. Ja, da haben wir diese Challenge gemacht. Ja, genau. Erinnerst du dich noch daran? Wir haben ja auch schon gesagt, wenn wir mal 34 alt sind, Jahre. Irgendwann wohnen wir mal zusammen. Genau, wir machen dann eine WG. WG. Was eine WG. Können wir uns die ganzen Geschichten erzählen, wie bekloppt wir waren in unserer Jugend, was wir alles für Kram gemacht haben, ey. Ja. Ich meine, jetzt haben wir mittlerweile ein Teen, aber bisher haben wir alles immer echt nur zu zweit gestemmt, ne? Und jetzt haben wir ein Team, die sind genauso. Ja. Ja, die machen echt alles mit. Also, Respekt. Respekt. So. Ich krieg's mal eben schnell das Gold. Ich mach sogar schon drauf. Zusammen sind wir einfach besser, habe ich jetzt da drauf gestempelt. Oh, cool. Ich würde den nämlich auch haben. Ja. Aus dem Stempelset Augenblicke. Falls das jemand interessiert, sind echt schöne Sprüche da. Du bist ein Teil von mir. Für besondere Momente. Das Glück ist nur ein Stück entfernt. Und für einen besonderen Moment steht die Welt still. Das mache ich hier unten hin. Ja. Genau. So, du hast Goldkleckse gekriegt. So einigermaßen zumindest. Ah ja, cute. So, Oh Gott, was fehlt denn da noch? Hä, was wollte ich jetzt machen? Das
auch so schizophren. Was? Jetzt kann ich ja, ich kann hier nicht weiß drauf stimmen. Obwohl, doch, ich könnte schon weiß drauf stimmen. Hilfe, ne? Was tun wir? Ich hatte gerade gedacht, irgendwie ein Band oder so. Ich weiß nicht wie. Ja, das hatte ich vorhin auch so gedacht, aber ich wusste dann auch nicht wie, weil ich fand das eine Band so schön, aber ja, ich wusste auch nicht. Ich habe ja hier, da steht die Farbe gar nicht drauf, ich glaube, lass es leinen. Aber ich habe doch auch, ich würde das jetzt an, gut abdrucken. Nee. Shit. Ich sag's noch, ne? Ja. Voll getriggert, so okay, dann machen wir das anders. Ich habe ja noch ein paar Minuten. Das schleift doch noch irgendwie. Was brauchst du? Feuchttuch. Die besten Freunde. Und Harzperlen. Mach da jetzt einfach. Ich habe jetzt hier Saturnband in Panama. Ich dachte, ich mache jetzt eine Schleife und dann klebe ich die noch drauf. Mein Handy blinkt schon wieder. Ich bin nervös. Könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft mein Handy im Moment geht und irgendwelche Leute fragen den Einstiegsoptionen und sowas. Das ist schon unser Running Gag, ne? Will jetzt wieder jemand einsteigen? Ja, immer wenn ich den Raum mal kurz verlasse. Ja. Also es ist total verrückt im Moment. Also ja, ich hätte nie gedacht, dass es mal so sein würde. Ich habe immer gedacht, wer sowas erzählt, das ist totaler Quatsch. Aber es funktioniert tatsächlich. Jetzt sind wir über 20 im Team Kieler. Ja, krass. Ich mache da jetzt einen Tag draus. Letzten 2 Minuten. Oh Gott. Oh Gott. Es wird ein bisschen schief. Wird ein schiefer Tag. Ich mache den jetzt mit Absicht schief. So. So ein Loch. Normalen Loch ab? Ich weiß nicht. Ich habe hier nur so eine Lochzange. Ich weiß nicht, wo der Loch ist. Ja, alles gut. Ich bin flexibel. Ich nehme auch eine Lochzange. Wie so, am Hecheln wie so ein nervöser Hund. Oh Gott, und das Ganze gleich nochmal, ey. Aber für ein kleineres Projekt, da haben wir nur eine halbe Stunde. Das haben wir sicher. Und dann wechseln wir alle 5 Minuten. Alle 5 Minuten, oh Gott. Das wird nochmal bekloppt. Ich mache hier gerade einen Tag, Leute. Habt ihr das mal seht? Wir haben jetzt Zeit, ne? Ja, so eine Minute. Das ist Luxus. Ich wollte schon immer mal eine Minute haben. Schenk dir eine Minute meine Aufmerksamkeit. Warte, ich kann es auch gleich sagen, wann es so sein. So, schnell noch. Tada. Die letzten. Noch ein kleines bisschen. Kriegst du das noch hin? Komm, einmal so ein bisschen durchputzen. Letzten und ein bisschen. Komm. Auch noch ein bisschen. Schrift. Ich wollte noch Harzperlen draufnehmen. Schmeiß die rüber ins Feld. Festleben kannst du später. Ist mir egal. Der Hauptsache, die sind irgendwo drauf. Hauptsache, die sind jetzt drauf. So. Da unten auch noch. Die hattest du extra rausgesucht. So. Oh Gott. Jetzt kommst du dahin. Komm. Halt hier oben noch. Irgendwo. Hier. Und. Oh Gott. So ein bisschen. Sieht süß aus, doch, ich bin zufrieden. Doch, das ist gut. Okay. Entfernen Sie sich von den Projekten. So, ist das alles fertig? Jetzt brauchen wir erstmal eine Stunde, um hier aufzuräumen. Ja. Oh mein Gott, jetzt sieht's aus. Oh Gott. Aber zeig du erstmal alles im Detail. Genau. Also das ist jetzt Annas Layout. Ja. So sieht es fertig aus. Ne? Man beachte, dass Anna das nicht so oft macht. Aber ich habe nur die Hälfte davon gemacht. Das war gut. Ich finde es so geil, dass die Farben so zusammenpassen. Ja. Ich meine, das ist ja überhaupt nicht so vorgesehen gewesen. Ne? Was für ein Zufall auch. Richtig mit krass. Mit den Blumen halt. Mit den Blumen. Voll zu meinem Kleid. Voll dein Kleid. Total cool. Also, mega. Voll cool. Ja, das ist jetzt Katjas Layout. Das ist voll dunkel, ne? Aber voll, ja.
Aber ich finde das trotzdem cool. Halt mit diesen Pinktönen, ne? Diese Schrift, ne? Und dann hier diese Rosatöne mit dem Washi. Ja. Passt alles wieder gut zusammen. Ja. Voll geil. Obwohl diese, also man muss dazu sagen, dass die Serien, ja, was wir verwendet haben, überhaupt nicht zusammengehören. Nee, ja. Also, aber es passt alles trotzdem immer zusammen, ne? Ja. Also, weil es gab mal so böse Stimmen, dass die Sachen nicht zusammenpassen würden. Aber guck mal bitte. Diese Sets haben überhaupt nichts miteinander zu tun und trotzdem harmonieren die Grüntöne miteinander, ja? Ja. Also, das ist überhaupt kein Problem. Es ist halt nicht genau der gleiche Grünton, aber es sind die Familien. Ist abgestuft, genau. Das sind die Familien. Mega cool. Ja! So schön gemacht. Oh Gott, unser Chaos-Projekt. Also wir haben es hingekriegt. Ich zeige euch mal einen kleinen Schwenker über den Tisch. Pass mal auf. Also da, Moment, ich nehme das Handy kurz raus. Es wackelt jetzt ein bisschen. Moment, oh, ist ja live, ne? Ist das live? Ist live, Moment. Ich nehme euch mal aus der Halterung raus. Danach ist die Handyhalterung tot. Komm doch jetzt raus. Komm, ich will doch nur hin. So, guck mal. Also so sieht es hier drüben aus. Und so sieht's. Man beachtet die rumgeworfenen Stempel. Ja. Mal gucken, ob wir die Deckel zu den Stempelkissen noch finden. Und so sieht es hier drüben aus. Ne? Das andere kann ich euch nicht zeigen. Unten auf dem Fußboden auf der Matratze liegt Anna und schläft. So, das sind die Zustände hier. Ja, also, und so, damit ihr das wisst. Aber es war lustig. Aber es war eine total coole Sache. Ja. Und wir sind jetzt gespannt, wie unser nächstes Projekt jetzt wird. Also wir räumen jetzt kurz auf und dann starten wir das nächste Video. Genau. Hüpft gerne auf meinen Kanal rüber, schaut es euch an. Genau. Und schreibt uns mal, was ihr von dieser Sache haltet und ob wir sowas nochmal machen sollen. Ja? Wir treffen uns ja öfters mal. Also, ne? Genau. Ihr könnt ja auch, wenn ihr Ideen habt für Projekte, die wir dann so tauschen sollen. Oh oh. Gerne in die Kommentare. Genau, wir freuen uns. Ja. Bis dann. Tschüss. Oh Gott.